machst. Wie kann man so ein Mensch sein, Alter? Ich hätte ihn am liebsten eins aufs Maul gehauen direkt. Ich meine das ernst, wenn du gehst, mach ich Schluss. Ich habe ja schon jetzt hier von mehreren Personen gehört, dass du Lügen rum erzählst. Vanessa, legst du dich mit mir an, legst du dich mit der Falschen an, okay? Okay, das wäre geklärt. Jetzt klären wir, welche toxischen, seltsamen Paare dieses Jahr im Sommerhaus leben. Jetzt haben wir mal Sex in Challenges. Entschuldige dich jetzt, sonst gehe ich. Und dann werde ich so über dich auspacken. Vielleicht ist es Faulheit, vielleicht ist es Bequemlichkeit. Vielleicht ist es, weil man ja mit Aussehen auch weit kommt. Ich muss auch mal wieder zum Beauty-Doc, glaube ich. Ich glaube, meine Nase muss ich richten. Das ist wichtiger. Mein Gott, wer von denen braucht da drin eigentlich keinen Therapeuten? Weißt du sowieso nicht. Ich habe panische Angst vor dem Fahrrad. Cool. Das ist immer nur einmal am Tag. Dafür bist du aber gut im Futter. Meine Zusammenfassung der ersten Folge... Sommerhaus der Stars 2023 und ich hoffe, ich brauche danach keinen Therapeuten. Ist gar keine Zeit für lustig zu sein hier. Das ist, ja, natürlich. Das ist scheiße, totale Scheiße. Und los. Benvenuti ragazzi, der Trash-Himmel hat wieder seine Pforten geöffnet. Und so einige erlauchten Männer, Frauen, Z-Promis dürfen dort einziehen? Ja, für was? Für was eigentlich? Ich will nur Sendezeit. Den diesjährigen Cast kurz zusammengefasst. Ich kenne da keinen von, außer der Claudia. Ja, Orgasmus-Obert muss man nun wirklich nicht mehr vorstellen. Ich tu's trotzdem. Auch gut zu essen, gut zum Anziehen, gutes Schuhwerk, dreimal am Tag einen guten Bunga-Bunga. Wer nicht genug Sex hat, dann ist das nicht mein Land. Da gehen die Mundwinkeln immer so runter und die sind auch immer so schlecht gelaunt und die sind auch immer so neidisch und habgierig und komisch. Ich hab's kaum mit einem Typen jemals ein ganzes Jahr ausgehalten in letzter Zeit. Oh, ich bin was Besonderes. Ja, du weißt, wie es geht. Er ist mir zugelaufen. Als ich ihn zum ersten Mal sah, habe ich gedacht, zum Draufhüpfen süß. Richtig kennenlernen tun wir uns in der Hochzeitsnacht. Also meine Meinung ist, das habe ich schon gedacht, als ich die das erste Mal, die Claudia und den Max, in der Presse gesehen haben, dass der Max doch eher auf einen Moritz steht. Ist das bei dem Ganzen nur große Presseshow? Prost, nimm mal in die Hand. Häng das Zeug da auf. Wir sind wirklich very much in love. Ja, ja. Natürlich möchte ich noch mal erwähnt haben, die ganze komplette Folge und alle Folgen, die noch kommen werden, gibt's natürlich auf RTL Plus. Da gibt's auch andere Trash-Unterhaltung, Musik und Serien und Filme. Guckt mal rein und wir gucken jetzt wieder rein ins Sommerhaus. Du weißt, vom Küssen wird man nicht schwanger. Mhm. Fernsehen bildet. Ich bin der einzige Star unter der Sonne. Verstehst du? Mhm. Na, ob die anderen das auch so sehen? Harte Zeiten stehen den anderen bevor. Mir geht's wie dir. Wenn ich könnte, würde ich mich selber begatten. Alleine, dass wir hier sein dürfen, ist schon ein Segen, sag ich mal so. Das stimmt. Dafür, dass ich und wahrscheinlich 90% der Zuschauer ihn nicht kennen. Dass ich erstmal auf die dummen Gesichter gespannt habe. Dann sagen die, wer sind die denn? Die kennt man ja gar nicht und so. Man kennt mich noch gar nicht. Letztes Jahr haben wir uns bei Iborn VIP kennengelernt. Der will mal, dass ich den Daddy nenne. What? Und ich bin älter als er. Es kommt mir irgendwie dann immer so, fühle ich mich irgendwie komisch. Apropos komisch fühlen. Schaut euch mal diese Begattung, Begrüßung an. Hi! Hi! Na? Ist eine Sache von Respekt so. Und die haben uns in dem Sinne dann zu dem Zeitpunkt nicht respektiert. Also ich fand, das war schon so ein abgekatertes Spiel, dass sie uns nicht Hallo gesagt haben. Das ist ein bisschen langweilig. Woher kennt man die? Keine Ahnung. Ich würde sagen, nach 2-3 Tagen können wir mal durchtauschen. Ihr habt bestimmt guten Sex, oder? Da kann man dich nicht drüber beschweren. Jedes Mal, wenn ich so ein junges Glück sehe, denke ich, hoffentlich knattert der ordentlich. Scheiße. Kommen wir zum nächsten frischen Glück. Oder ist es gar Unglück, wenn man sich in diese TV-Furie verguckt? Ich glaube, wir werden im Letzten sein, weil dann werden alle so gucken, oh nee. Mm. Meinst du? Ja, ja, ist das Showbusiness. There's no business like showbusiness. Ich kenne die alle gar nicht. Die kennen mich und dann kennen die auch dich. Jetzt nerv nicht. Du kannst auch den Arm weglegen von mir. Leg den Arm bitte weg von mir.
Ja, Liebe kann schön sein. Kann. Muss aber nicht. Ein Kuss? Nein, mich kennt man aus verschiedenen Formaten. Ich bin der Verlobte, Jan. Mein Beileid. Und Schatz, mit dir macht das keinen Spaß. Weil ich nicht das mache, was du willst. Richtig. Ich möchte ein Mensch, der mich nicht, wenn ich weine, einfach weiter zum Weinen bringt. Mach ich ja nicht. Doch, machst du. Du musst einen Menschen immer schlecht machen. Na, vielleicht war ich auch etwas voreilig. Vielleicht haben sich die beiden auch einfach nur verdient. Und nein, du musst mich nicht anfassen. Willst du hier künstlich irgendwie Streit anfangen? Krasse Masche. Das ist doch wahrscheinlich ihr ganzer Karriereplan. Oh. Schatz, ich zerstöre die alle, wenn ich will. Du zerstörst sie? Ich esse immer nur einmal am Tag und ich bin, weiß ich nicht. Dafür bist du aber gut im Futter. Ja, ne? Behalt's bei, du bist fett genug. Valentina mag mich nicht. Ich weiß halt, dass sie irgendwelche Sachen halt über mich gesagt hat. Zum Beispiel, Maurice, was willst du mit der und so. Im Endeffekt glaube ich, weiß Ricarda, dass sie sich nicht da mit mir anlegen braucht, weil es nicht gut gehen würde. Und jetzt kommt's ganz groß. Robbie Williams und Helene Fischer, das Sommerhaus. Zumindest groß genug in Theorien aufstellen. Sie will nur seinen Erfolg oder er will nur ihre Optik oder was? Keine Ahnung, was zu sagen. Ne? Ich bin Carina Krone, man kennt mich vom Ballermann. Na gut, ob man die jetzt nun wirklich kennt, aber zumindest ihr Partner. Der mit der Zwiebel auf dem Kopf, Tim Toupet, der sollte den meisten Zuschauern doch ein Döner Begriff sein. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Ja. Stell dich doch nicht blöder an, wie du bist. Was machst du denn hier? In der heutigen Zeit würde ich niemals unterschreiben, wir sind jetzt bis ans Lebensende zusammen. Hört sich irgendwie auch nach der ganz großen Liebe an. Nicht. Und ich glaube, die ist da drin dieses Jahr auch schwer zu finden. Scheiße. Der lacht einem ins Gesicht und hintenrum ist er so richtig, so sticht einem das Messer in den Rücken. Das scheint ja sehr verbreitet zu sein, weil hier sind ja nur die Influencer und wie die alle sich da nennen und was die da alle machen, ne? Und die beiden nächsten kann man nicht mal als Influencer, Faulenzer bezeichnen. Wir gehen jetzt rein als No-Names und kommen als Name wieder raus. Joey Heimles Ex ist im Sommerhaus der Stars. Ja, Girls und Mädels und Boys und whatever. Heutzutage reicht es, die Ex von Joey Heinle zu sein, um als Star zu gelten. Zumindest beim RTL. Gott, war das ein Highlight. Das ist vom Beruf her Busfahrer. Und der Herr schon die No-Names. Was hast du für eine Oberweite? Boah, na, die. 85 die. Je größer, desto besser. Je größer, desto besser ist wohl auch Alex' Motto, bezogen aufs Ego. Also, ich bin ja 1,70 Meter, aber mit Ego 2,10 Meter. Ich war bei Temptation Island VIP und dann habe ich diese bezaubernde Dame kennengelernt, Vanessa. Täglich Kommentare, wo halt steht, so, ja, mach die Augen auf. Ja, seine Wutausbrüche sind legendär. Ist egal, Mann. Du blamierst uns hier gerade. Du blamierst uns. Du mit deinem kleinen Hirn. Mit deinem Erbsenhirn. Todesangst. Den habe ich mir hier angelacht. Hi. Hä? Komm schon. Ich hier nicht, dann bist du bescheuert. Nein, nicht hier. Kennt ihr die? Nee. Kennt ihr nicht. Ich war damals auf eine Veranstaltung eingeladen und dann hat Alex mich öffentlich sozusagen ausgeladen in so einem richtig ekligen Ton. Also als wir angekommen sind, sind alle aufgestanden, haben uns sehr herzlich empfangen, außer ja. Valentina und ihr Macker, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Sie wirkt wie eine kleine zickige Göre. Ja. So. Ja. Doch, du warst schon ein Boy. Damit wären wir bei dem Finalisten, der bei der Bachelorin 2021 bei der Maxim anstatt einer Rose einen Korb gekriegt hat. Für mich hat's vernichtet. Ganz gerecht. Das ist eine Entscheidung, die man nicht nachvollziehen muss. Mein Name ist Pia Tillmann und bin Schauspielerin. Schauspieler, Künstler, zuletzt bei Köln 50667 mitgespielt, wo wir beide uns auch kennengelernt haben. Ach, so, das sind Schauspieler? Also in der gleichen Liga wie Glenn Close oder Meryl Streep, George Clooney? Ja. What?
Also dann ist der Begriff Schauspieler genauso dehnbar wie der Begriff Stars beim RTL. Sehr schön. Alter. Und sagt uns mal Hallo. Ich hätte den am liebsten eins aufs Maul gehauen direkt. Zico, bin ich ehrlich, muss man auch sehr, sehr mit Vorsicht genießen. Mit Vorsicht sollte man auch Agro-Alex auffordern, sich zu entschuldigen. Ich soll mich entschuldigen. Ja, ja, für die Story. Tue ich nicht. Warum nicht? Weil das rufschädigend war, was sie gemacht hat. Ich habe direkt 10 Absagen bekommen, als sie gesagt hat, sie würde auf meine Party kommen. Sie wurde eingeladen. Sie wurde nicht eingeladen. Sie wurde eingeladen. Ich bin Organisator, ich habe sie nicht eingeladen. Ich habe doch sogar gesehen. Ich habe sie du warst auch Teilorganisator. Richtig. Da waren auch andere. Richtig. Und sie wurde von den anderen Personen eingeladen. Keiner von meinen Leuten hat sie eingeladen. Ich kenne den Buben nicht, ich habe den noch nie gesehen. Ich denke, er musste so handeln, weil sie das von ihm verlangt hat. Ich habe jetzt schon so einen Hals. Ich passe nicht auf, sie soll aufpassen. Ja. Ihr solltet jetzt alle aufpassen, denn ein Bett ist noch frei. Ich bin der König der Welt. Wir sind die Stehfests. Und unser Name ist Programm. Wir kommen jetzt für Vögel da an. Ja, das sind dann mal wohl lustige, außergewöhnliche andere Menschen. Und da findet man vielleicht noch die Liebe bei den beiden. Bei den beiden wahrscheinlich am ehesten. Und danach sieht's auch aus. Jetzt haben wir mal Sex in Challenges. Aber aus die Maus im Party-Ausladungsgate ist noch nicht angesagt. Ja, derjenige, der von der Bachelorin einen Korb bekommen hat, der informiert sich mal auf beiden Seiten nach dem Stand der Dinge und der Antisympathie. Was hat er denn gesagt? Ja, dass Valentina sich selber eingeladen hat. Kaiser verbreitet der Lügen. Krass. Ich habe ja schon jetzt hier von mehreren Personen gehört, dass du Lügen rum erzählst. Hör auf mit deinem Spielchen, ja. Sorry, aber klärt es doch draußen, das, was da vorher war, doch nichts damit zu tun. Vanessa, legst du dich mit mir an, legst du dich mit der Falschen an, okay? Das kann ich dir einmal jetzt hier persönlich sagen. Okay. 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 Kannst du nicht der Mann stehen? Lappen, Alter. Ich fällt auf mit ihrer Art. Ja, aber trotzdem will keiner sie haben. Ich weiß. Krass, wie sie drauf ist. Krass. Guck mal, wie ich zitter. Hat die mich sauer gemacht, oder bin ich so ruhig gemacht? Ich weiß, ich bin auch sauer. Darf ich nicht aufregen? Nee, Baby. Ja, anstatt irgendwas klein zu prügeln, auszurasten, zu schreien, ist Alex aufs Klo gegangen. Respekt. Also er versucht sich wohl selbst zu kontrollieren und er versucht der Sache auch wirklich aus dem Weg zu gehen. Das ist ja mal wieder Valentina, die ankam und vielleicht auch im Hintergedanken versucht hat, dann ihn dann zu provozieren. Weil sie wahrscheinlich auch weiß, dass bei dem Alex die Zündschnur eigentlich sehr kurz ist. Die ist eigentlich nach innen gewachsen. Vielleicht auch so wie die kleine Zündschnur von Valentinas Freund, aber dazu später mehr. Und wo wir bei Zündschnuren sind, bei kleinen, bei großen, bei ganz kleinen, geht's auch schon zum ersten. Ich bin full of energy. Gemeinsam einen Fahrradkurs bewältigen. Und da kann man allerhand sehen. Oder auch nicht sehen. Der hat voll in der Puperze weh. Oh, warte mal, der Sattel. Carina, dein Ernst. Anfangen muss Carina dir noch das Fahrradfahren beizubringen, dann sind wir hier falsch. Also Rennradprofi werde ich nicht mehr. Ach ja, Carina, ist gar keine Zeit für lustig zu sein hier. Das ist, ja, natürlich. Das ist totale Scheiße. Ich weiß ja nicht, ob der mosernde Malle-Musikant sich vom Sommerhaus des letzten Jahres nur die Szenen von Bauer Patrick angesehen hat, wie der seine Freundin motiviert hat. Dann sage ich, da muss er am Kopf liegen. Ich mache ja auch schon Sport. Ich bin ja auch nur unterwegs. Und wenn man das sieht, wie viel beruflich ich mache, nein, siehst du, da haben wir's. Carina, da haben wir's. Immer die Ausrede. Immer der Beruf ist es, das ist es. Ja, aber das Band ist hier auch viel zu weit gespannt. Es ist immer alles andere, nur du nicht. Alleine wäre ich besser dran gewesen. Froh sein, dass ich dich mitgenommen habe. Jetzt zum Größenmann, ey. Du brauchst mich heute nicht mehr ansprechen. Ich meine es ernst. Weil du dich hier null anstrengst. Du lachst die ganze Zeit. Das geht um Safe. Du musst auch mal wieder zum Beauty-Doc, glaube ich. Ich glaube, meine Nase muss ich richten. Das ist wichtiger. Ja, bei den Spielen wird ja meistens oder oft und gerne mal der Partner zum Feind und Überheblichkeit zur Tugend. Wir werden auch gewinnen. Ja, müssen wir. Ja, wir sind doch die Stärksten, sorry. Aber scheinbar nicht die Bestbestückten. Was machst du? Ich sah jetzt nicht so vorteilhaft aus, ne? Ja, mit so eingeklemmten Hoden, dann der Pimmel da durch die Kälte. Ja, und welchen Frauen willst du gefallen da draußen? Was heißt Frauen gefallen? Ja, also. Aber es war einfach unangenehm so. So kalt.
gleich hier gar nichts mehr da. Kokovin, keine Ahnung, ne. Was, Mann? Kokovin, das wirst du nicht wissen. Hä, was redest du, Mann? Was ist ein Kokovin? Ja, aber lass dich doch überlegen, Mann! Du weißt das was nicht. Was sagst du? Ich weiß es nicht, Mann. Dann höre ich gleich direkt auf. Was ist ein Kokovin? Tier! Aber wie kann man also demotivieren? Ich kenn dich doch, Schatz. Ja, am Arsch kennst du mich, Alter. Am Arsch. Ja, weil du allein diese Frage so machst. Ja. Kann man so sein, Alter? Wie kann man so Mensch sein, Alter? Alter, kommt auf meiner Hassliste von Kosenamen noch vor. Was habe ich jetzt gesagt? Nicht, ich habe einfach aber nur ein gesagt, Mann hat die scheiß zwei Fahrräder zu schleppen, wenn ich doch schon nicht mehr kann. Eine Frau hat zu kochen. Das ist ja eine Straftat. Und ich koche nicht. Ich kann es mir leisten, essen zu gehen, Punkt. Ich habe panische Angst vor dem Fahrrad. Guck, okay? Allein das jetzt. Oh, siehst warum? Du? Warum machst du das? Du verstehst mich nicht. Du liest die Frage vor uns vor, du das Wort immer vorliest, sagst du, weißt du sowieso nicht. Weißt du sowieso nicht. Weißt du sowieso nicht. Und ich will die Karte schon hinschmeißen. Was ist das, Alter? Ach, was machst du jetzt hier gerade? Vor ganz Deutschland. There's no business like show business. Ist jetzt Sendezeit oder was ist? Was ist das, Alter? Ja, über dieses ganze Trash-Streit-Zoff-Theater, ey, da könnte ich die ganze Folge, von machen. Eine Never-Ending-Folge. Entschuldige dich, komm jetzt hier hinten und entschuldige dich für diese Aktion gerade. Entschuldige dich jetzt, sonst gehe ich. Ja, jetzt hat er zum härtesten Schwert, zur härtesten Waffe eines Partners, eines Trash-Promis gegriffen. Zu drohen, ihm die Sendezeit zu nehmen, zu entziehen. Scheiße. Was habe ich jetzt gemacht? Siehst du, echt lächerlich. Wenn du so weitermachst, gehe ich. Dann siehst du mich nie wieder in deinem Leben. Und dann werde ich so über dich auspacken, wie du gerade mich hier öffentlich darstellst. Dann wirst du sehen. Kann man das als Erpressung sehen? Also das muss echt Liebe sein. Ich meine das ernst, wenn du gehst, mache ich Schluss. Ich kann auch Can nur vor den Kopf gucken, auch wenn wir nur Monate zusammen sind. Du kannst dich einmal runterschlucken und einmal gut sein lassen. Einfach bitte ich schuld. Ich mache meine Haare. Ja, ich verstehe ihn. Die Haare mache ich mir auch immer mitten oder direkt nach einem Streit, ne? Ist auch wichtig. Ja, nach dem Spiel ist vor dem nächsten Spiel, aber wir wollen doch jetzt wissen, ne, wer konnte sich in diesem lustigen Fahrradspiel denn safen? Wir sind eine Runde weiter, wir sind safe. Ich bin einfach enttäuscht. Guckst du auch nicht gerne zu, wenn deine Partnerin nicht gut dasteht. Ich kann dieses, du hast, ja, du hast wie immer recht, ich kann es nicht mehr hören. Ja, sagt mal, Leute, welches Paar braucht den größten oder hat am dringendsten ein paar Therapeuten nötig? Also ganz oben sehe ich ja, ne, den mosernden Malle-Musikanten und danach oder direkt auf gleicher Augenhöhe Valentina mit ihrem Waldi, mit dem Kurzschwanz. Haardackel, Waldi! Wenn heute die Nominierung wäre, würden wir Alex wählen. Wie hieß sie von Alex? Das war die Vanessa. Aber die hat er, glaube ich, vor irgendeinem Escort, die geht dann mit ihm. Wir sind uns ja nicht ganz sicher, dass ja. Wir von Valentina und Can gewählt werden. Andersherum würden wir auch die beiden wählen. Ja, aber die meisten Stimmen haben Valentina und ihr Waldi bekommen. Wen hättet ihr gewotet? Wer ist euer Favorit? Hat euch die Folge gefallen? Wie gut ist der Cast? Kommentieren, abonnieren. Ciao, ragazzi. Danke dir, ne? Nicht dafür, alles gut.